Oder müssen wir zum Mond hin? Ey, guck mal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Talos Principle. Mein Name ist Sunil P. Und wir stehen noch vor dem Rätsel, wie in der letzten Folge ausgemacht. Ich habe es ja versucht, ganz schnell, und dabei sind wir gnadenlos gestorben. Was fällt euch denn hier auf? Ich hatte ja in der letzten Folge natürlich eine Frage gestellt. Ich bin gespannt, wer die Frage beantworten konnte. Ich nehme leider auf und die Folge ist noch lange nicht hochgeladen. Es dauert leider noch ein bisschen. Aber ich bin froh, dass ich wieder aufnehmen kann. Es ist schon Ewigkeiten her. Jetzt frage ich euch, was fällt hier auf? Vielleicht, dass ich es doch geschafft habe, in 1080p aufzunehmen. Ja klar, das fällt natürlich auf. Hoffe ich zumindest, dass das auffällt. Denn es ist schon ein gewaltiger Unterschied, muss ich ehrlich sagen. Nicht nur, dass das Menü kleiner geworden ist, oder größer, wie man das sieht, sondern es ist auch viel schöner. So, ich habe dadurch, dass ich jetzt gefühlte 6 Monate, in echt wahrscheinlich ein paar Wochen, Monate, Jahre, ich weiß es nicht, da ich jetzt lange Zeit hier nicht mehr aufgenommen habe, weiß ich gar nicht mehr, wie das Rätsel geht. Ich glaube, das war sogar meine Vermutung in der letzten, meine letzten Worte sozusagen, die ich ausgesprochen habe. Ich weiß nur noch, dass wir die hier blockieren mussten. Aber das wusste ich ja schon, bevor ich das erste Mal hier war. Naja, nicht bevor, aber als ich hier reingegangen bin. Achso, den erstmal gucken. Was ist denn hier überall? Hier ist... Ach, guck mal, wenn man so guckt, denke ich, boah, warum ist die Wand schwarz? Aber nein, die ist nicht einfach nur so schwarz, sondern es ist ein Gitter. So, hier musste man ja Dinger öffnen. Machen wir mal das da auf. Und mit dem, komm mal her, du Lappen, du. Machen wir mal das hier auf. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wenn wir das hier aufmachen, da kriegen wir noch irgendwie die Schlüssel, ja genau. Ich glaube, hier waren Schlüssel, ja. Na gut, ein bisschen kann ich mich noch erinnern, denn wir müssen ja nicht immer das Rad neu erfinden, nur weil wir jetzt ein paar Tage raus sind. So, dann gehen wir jetzt wieder hoch und jetzt brauchen wir den einen nicht mehr öffnen. Das war ja auch klar, und zwar der hier weg. Jetzt machen wir das auf und das war ja das, wo ich mich gewundert habe, warum die sich wieder parallelisiert haben. Nicht zu verwechseln mit Paralysie. Kann er mich explodieren lassen? Zum Glück nicht. Denn hier hinter ist ja nochmal so ein Ding, wo die durchkommen. So, der haut ab. Dann kann ich den jetzt freilassen. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie wir das hinbekommen. Denn ich brauche ja das Ding hier. Mal einmal gucken, was hier so noch ist. Denn letztes Mal bin ich ja mit sehr viel Speed durchgelaufen. Und das war nicht gut, denn wir hatten es nicht geschafft. So, was steht denn hier? Ah, das hatten wir aber. Das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir. Ich kann ja nicht alles 12-mal vorlesen. So, erstmal noch einmal zurück. Zurück, zurück. Ist hier denn noch irgendwas? Wenn hier noch hier irgendwas ist, sagt mir doch Bescheid. Jetzt weiß ich, was wir letztes Mal nicht gemacht haben. Jetzt fällt es mir wie Schuppen aus den Augen. Und zwar muss ich das Ding von innen öffnen. Ja. Denn wenn wir das machen, passiert mir Folgendes. Ich kann das öffnen und ich kann das öffnen. Hoffentlich klappt das. Bitte lass es klappen. Denn sonst mache ich mich hier total zum Idioten. Ihr denkt dann, ah, der macht hier seinen auf cool. Dabei hat er voll die Scheiße erzählt. Habe ich bestimmt auch. Nein, gar nicht wahr. Jetzt muss ich nur durchkommen, denn hinten, die Tür ist auf. Ja, ist ja ganz ruhig. Oh, komm, ihr Kling. Ich warte. Wir wollen ja jetzt nicht riskieren, dass die wieder Probleme mit meinem Nacken haben. Wow, immer mit der Ruhe. Ich bin doch auch nur ein kleiner Mensch. Naja, Roboter. Und wir haben es. Was passiert hier? Ah, die ich vorhin dachte, ah, was ist das für ein schwarzes Ding hier denn? Oh, wow. Ich habe jetzt gedacht, der wäre schon hinter mir. Ganz knapp. So, damit haben wir das geschafft.
Ich glaube, wir hatten noch gar keins hier. Ne? Gibt es hier nicht so eine Art Chilled mit T am Anfang? Chilled. Also ein Stern, noch drei Teile. Wir gehen dann, da war alles neu, das heißt, das machen wir noch nicht. Wir gehen erst hier rein. Wir haben jetzt das geholt mit gar nichts. Da ist noch Farbe. Da müssen wir nochmal gucken, was hier ist. Hier ist nur einer, dann gehen wir erst hier rein. Hallo, das Grab. Was steht da dran? Okay, ich verstehe, dass ich diese Siegel sammeln soll. Ich verstehe nur nicht, warum. Klar, die laute Stimme sagt mir, dass ich es tun soll. Aber seine Welt hat keinen Zusammenhang, kein Ziel und keine Fundamente, aus denen ich einen Sinn konstruieren könnte. Naja, ich bin mir sicher, dass wir Antworten finden können, wenn wir nur lange genug suchen. Wir müssen zusammenhalten. Da ist wieder der Schieb. Schieb, Schieb. So, wir sind hier. Also, wenn ich das Ding dann wegnehme, bin ich schon mal eingesperrt. Ah, ich habe wieder vergessen, wie heißt dieses Level. Ihr könnt es mir in den Kommentaren schreiben. das bringt mir wirklich leider nichts. Ich bin ja immer glücklich, wenn jemand was schreibt und dass jemand schreibt. Aber es bringt mir nichts, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, ey, das Level ist so und so. Ihr könnt es ja mal machen, wenn ihr Bock habt. Es würde mir wirklich nur nicht viel helfen, denn wir sind viel zu weit. Mal kurz gucken, da war auch eins. Kann man hier so irgendwie alle treffen? Ne, das glaube ich nicht. Aber irgendwie setzt er das so komisch hin. Ne, aber jetzt machen wir das. Jetzt habe ich das geöffnet. Diese Tür hier kann ich aber, die kann ich auch offen geöffnet halten. Muss ich erst mal gucken. War denn nicht hier schon? Ne, war nicht. Okay. Ich dachte schon, hier wäre jetzt schon Ende, aber wie machen wir das? Wo kommt denn hier bitte schön das Rot her? Was wir dann vor allem da um die Ecke transportieren müssen. Ja, das ist natürlich jetzt eine Frage. Denn von hier, den sehe ich ja. Wie komme ich denn bis hier hinten hin? Reicht das? Mal berühren. Naja, der will das auch gar nicht. Naja, den könnte ich ja noch versetzen ein bisschen. Dann wird er hier vorne stehen. Aber das reicht ja auch nicht. Extra haben sie die. Da hat irgendjemand sich gedacht, hey, die Mauer hier, ne, die will ich hier genau da haben. Genau da, wo die Leute dann. Also wo ich dann. Mit Leute meine ich natürlich dann mich. Wo ich dann nicht drankomme. Aber ich könnte mir eher vorstellen, dass man das so macht. Und jetzt hätte ich ja das Rätsel dann schon gelöst, denn ich habe ja den hier. Ich muss da gar nicht mit dem Roten hinkommen. Ah, da macht man sich Sonnenmühe. Und überlegt und hat Angst und der Schweiß steht mir auf der Stirn. Und was dann? Dann fällt einem ein, tja, machen wir es anders. Der Mondmann. Bevor der Mondmann kommt, muss ich noch mal kurz einmal reingehen. Ich hab's ja gesagt, ich möchte natürlich wissen, wie die Mission geheißen hat. Das Grab. Okay. Wenn wir schon mal bei Namen sind, dann gehe ich ja noch mal kurz hier gucken. Höherer Boden. Ja gut, das hatten wir in der letzten Folge. Habe ich zwar nicht mehr gewusst, aber jetzt wissen wir es wieder. Gut, dann gehen wir jetzt in dem rein. Hier brauchen wir zwei Teile. Wind und Wetter. Ne, nicht Wetter. Das zweite ist kein Wetter, das ist ein Kubus. Der Mondmann. So, jetzt mal gucken. Was ist denn, wenn man hier drauf tritt? Aha. Wenn ich jetzt drauf gehe, funktioniert es nicht mehr. War ja klar. Wenn ich jetzt das da drauf lege, was passiert dann? Nein! Du kannst mich doch nicht einfach rüberschmeißen. Naja, keine Ahnung. Zum Glück nicht. Also gehe ich wieder rüber. Und ich komme. Also man kann anscheinend die beiden Dinger. Warum kann ich das da links auch machen? Und hier ist. Aua. Hier ist genauso. Aber wir brauchen weder das eine noch das andere. Vielleicht kann man ja auch, was auch interessant wäre. Ich meine, ich brauche ja nicht zwei. Das macht ja keinen Sinn. Aber das kann ich drauflegen. Und das geht auch drauf. Jo. Und jetzt? Achso. Kann man da drauf landen? Nein. Man fliegt anscheinend gefühlt immer geradeaus.
Wir haben unten Achievement freigeschalten. Und zwar erhoben. Das ist das zweite übrigens. Letztes Mal habe ich vergessen, das zu sagen. Denn da war... Ich habe keine Ahnung, wie es hieß. Aber das war das Achievement, wenn man in diese Welt kommt. Ägypten oder so. Keine Ahnung, wie das hieß. Das könnt ihr mir mal schreiben. Vielleicht habt ihr ja Bock, meine Folge davor zu gucken. Oder euch ist es aufgefallen. Hallo. Ah, du wieder. Der MLA, der möchte mit uns reden. Hier ist, was ich mich gefragt habe, während sie dort draußen Gebote befolgt haben. Sie haben vorgeschlagen, dass das Bewusstsein nicht Teil der gleichen Welt wie normale materielle Dinge ist. Das heißt, man kann es nicht wiegen, kann es nicht um sich werfen oder es in Stücke schneiden. Es ist völlig außerhalb der Gesetze der Physik, oder? Das Bewusstsein? Ja, würde ich sagen. Sehr gut. Nun ist die Bibliothek ziemlich konsistent in der Ansicht, dass physikalische Ereignisse durch andere physikalische Ereignisse verursacht werden. Wenn Sie Ihre Beine bewegen, tun Sie das durch die Wechselwirkung zwischen Neuronen und Nervensystemen. Aber wenn das Bewusstsein jenseits der Gesetze der Physik funktioniert, wie kann Glück Sie körperlich vor Freude Luftsprünge machen lassen? So... Das kann nicht sein, es scheint nur so zu sein. Bewusstsein ist von Natur aus geheimnisvoll. Das kann es nicht, es scheint nur so zu sein. Ja, das würde ich mal sagen. Das hört sich irgendwie an, als würden wir den überzeugen. Sehr clever. Aber verstehen Sie nicht, dass Sie, um ihr doch eher in Eile errichtetes Glaubenssystem zu erklären, das Baby mit dem Badewasser weggeschüttet haben? Bewusstsein, das nichts tut, ist kaum Bewusstsein wie das, welches Sie behaupten zu kennen. Möchten Sie bei diesem Argument bleiben oder sich lieber nicht so weit aus dem Fenster lehnen? Bewusstsein ist von Natur aus geheimnisvoll. Lassen Sie mich es anders ausdrücken. Das Energieerhaltungsgesetz ist die Grundlage der modernen Physik. Es besagt, dass sich die Gesamtenergie im Universum nie ändert. Vergleichen Sie nun ein Universum, in dem Sie vor Freude Luftsprünge machen und eins, in dem Sie sich dagegen entscheiden. Ersteres hat mehr Gesamtenergie in sich, denn die Energie, die sie zum Springen benötigen, wurde nicht von etwas Materiellem generiert, sondern von ihrem nicht-materiellen Bewusstsein. Aber nach den Gesetzen der Physik ist dies unmöglich. Ich denke, dass sie entweder ihre Position überdenken oder die Gesamtheit der Physik verleugnen müssen. Aber seien Sie gewarnt, wenn sich dieser Ort als ein nach den Regeln der Physik erbauten Konstrukt entpuppt, woher können wir dann wissen, was die Auswirkungen des Zweifels sein können? Ja, das ist ja doof. Eigentlich die Antwort, ne, ich lehne die Physik ab, stimmt ja nicht. Aber wenn ich vor Freude Luftsprünge mache, heißt es ja nicht, dass ich die Luftsprünge mit der Freude generiere. Naja, ich lehne aber diese Idee auf jeden Fall ab. Das ist nämlich doof. Aber da sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Wollen Sie eine andere Darstellung vorschlagen? Ja, immer. In Ordnung, aber ich werde Ihnen nicht erlauben, uns für den Rest der Ewigkeit im Kreis zu führen. Ich werde Ihre nächste Antwort bewerten. Also nehmen Sie sich bitte die Zeit, gründlich drüber nachzudenken. Also Bewusstsein besteht aus Neuronen. Bewusstsein ist kein Teil der physischen Welt. Bewusstsein ist ein komplexes, funktionales System. Ja, ich weiß da auch nicht. Alles klingt schon irgendwie cool, oder nicht? Oder nicht? Oder doch? Der physischen Welt. Ich mag die physische Welt. Sie haben vorgeschlagen, dass das Bewusstsein nicht Teil der gleichen Welt wie normale materielle Dinge ist. Das heißt, man kann es nicht wiegen, kann es nicht um sich werfen oder in Stücke schneiden. Das ist ja schon wieder das, was wir oben hatten. Das meine ich gar nicht. Tut mir leid. Jetzt hören Sie mir mal zu. Sie können nicht beides haben. Diese Seele oder das Ungegenständliche oder wie auch immer Sie es nennen mögen. Wenn es den Gesetzen der Physik gehorchen würde, hätte irgendein Physiker schon vor Jahren katalogisiert. Wenn es sich wie ein materielles Objekt aussieht und verhält, dann ist es ein materielles Objekt. Sie müssen sich entscheiden, auf welcher Seite des Brotes Sie die Butter schmieren wollen. Also Bewusstsein ist nicht materiell. Sehr gut, nun ist die Bibliothek ziemlich konsistent. Das ist schon wieder das. Aber wenn das da, wieso ist es dann so ungleich allem anderen? Das ist auch eine gute Antwort. Lassen Sie mich anders ausdrücken. Also, der Text anscheinend, der kommt immer und immer wieder gleich. Dann lehne ich jetzt einfach die Physik ab. Wie Sie wollen. Immerhin sind die Alternativen genauso unüberzeugend. Ich glaube nicht, dass ich den Betrüger nicht kenne.
dass ich nicht sehe, wie ihr durch die verborgenen Worte kriecht. Seine Weisheit ist leer und entspringt der Verzweiflung. Lass dich nicht von ihm in seinen Netzen der Täuschung verwirren. Glaube an mich, und seine Illusionen werden verschwinden wie Albträume im Morgengrauen. Darf ich das jetzt noch lesen? Okay. Wie bewusst dann ihnen so innig vertraut? Achso, wie sie wollen. Immerhin sind die Alternativen genauso unüberzeugend. Wie bewusst dann ihnen so innig vertraut und doch so unverständlich sein kann, verstehe ich nicht. Kümmern sie sich nicht um ihn. Dann hat er geredet, ne? Kümmern sie sich nicht um ihn. Er macht sich nur Sorgen, dass sie vielleicht seine Masche durchschauen, wenn sie zu viele Fragen stellen. Vertrauen sie mir und es werden ihnen ganz wortwörtlich nach oben keine Grenzen gesetzt sein. Wie auch immer. Ich hätte gerne, dass sie über all dies noch ein bisschen schärfer nachdenken und sich dann bei mir melden. Ich bin mir sicher, dass wir noch weit kommen können. Naja, ich kann mich ja gar nicht bei jemandem melden. Ich bin zu blöd dafür. Ich kann nur am Computer gehen und dann auf diese Tastatur rumdrücken. Ja, ich habe nur geguckt, was für Tasten da drauf sind. So, dann kommt jetzt das Ding hier. Wind, Wetter, naja, ich sage immer Wind und Wetter, aber ihr wisst schon, der Kubus und Licht. Mondschuss. Ja, der Mond, den kann man ja sehen. Jetzt müssen wir den Mond nur abschießen können. Oder müssen wir zum Mond hin? Ey, guck mal. Ist der da links, ne? Da. Das sieht aus wie so ein Ding hier, wenn das jetzt was wäre, ne? Da ist was. Oha, es bewegt sich irgendwas. Oh, der Mond, der dreht sich. Wie geil ist das denn? Gibt das wieder einen Stern? Aber dann würde meine Theorie mit dem Stern, dass ihr das gesehen haben hättet sollen, würde dann den Bach runter... Sieht aus wie ein Ei jetzt. Nee, gar nicht wahr. Der ist nur halb geschnitten. Wer macht denn sowas? Und was ist da drin? Irgendwie erinnert mich das an einem ganz gewissen Logo. Also ich weiß ja nicht, ob das einfach nur... Neue Musik. Jetzt eine super Sondersendung. In China ist ein Sack Reis umgefallen. Alle Untersuchungen sprechen dagegen, dass dies natürlich passiert ist. Ihr könnt mir mal sagen, woher ihr dieses Logo kennt. Und in der Zeit mache ich... ich stelle es einfach nochmal hier hin. Ich gucke mir das nochmal an. In der Zeit mache ich hier eine Aufnahmepause. Ich muss da erstmal drauf klarkommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Denkt daran, das müsst ihr mir unbedingt in den Kommentaren schreiben. Von The Talos Principle. Ciao.